Guten Tag. In diesem Video erklären wir, wie man POC-Niveaus analysiert. Die POC-Niveaus sind Niveaus mit Maximalvolumen der verschiedenen Abständen auf einer Grafik. Öffnen wir das Fenster Setup, horizontales Histogramm. Gleichzeitig können wir auf einer Grafik bis 7 Seiten Histogramme platzieren und POC-Niveaus folgen, die automatisch erneut werden. Stellen wir die Seitenhistogramme so auf, damit POC-Niveaus für bestimmten Zeitraum widerspiegelt werden. Die Einstellungen muss man nur einmal machen. Das heißt, alle POC-Niveaus werden dann automatisch berücksichtigt. Und die aufgestellte Grafik kann man duplizieren. Setup, Clone Window. Und wir sehen die gleiche Grafik mit der gleichen Einstellungen. Gehen wir zu den Seitenhistogramm-Einstellungen. Wählen wir die erste Zeile aus, wählen wir den Abstand, den laufenden Tag. Wenn wir das Histogramm des laufenden Tages nicht brauchen, aktivieren wir dann Max Volume Only. Dann wird nur der POC-Preis widerspiegelt. Wählen wir die Farbe der POC-Linie aus, aktivieren wir Ray und den Namen dieses Niveaus. Wir können auch die Dicke des POC-Niveaus ändern. Wenn es gebraucht wird, tun wir die TPO-Zone weg und schließen wir das Fenster. Auf der Grafik wird jetzt nur das POC-Niveau des laufenden Tages widerspiegelt. Auf derselben Weise stellen wir die POC-Linien aller anderen Abstände, die uns interessieren. Ändern wir den Typ zum Volumen, wählen wir den Abstand, voriger Tag, laufende Woche, vorige Woche, voriger Monat und den Vertrag aus. Jetzt stellen wir jedes Histogramm auf derselben Weise ein, wie das Histogramm des laufenden Tages. Wählen wir dieselben Einstellungen, aktivieren wir das Histogramm, die Option Max Volume Only, wechseln wir die Farbe, aktivieren wir Ray und machen wir die Linie dicker. Tun wir die TPO-Zone weg. Dasselbe machen wir zu jedem Histogramm. Wählen wir nun verschiedene Farben aus. Auf solche Weise sehen wir POC-Niveaus jedes ausgewählten Abstandes in eigener Farbe und mit eigenem Namen. Aktivieren wir nun zusätzliches Histogramm des ganzen heruntergeladenen Zeitraums, Beginn am 21. September. Wählen wir All, deaktivieren wir Max Volume Only Funktion, wählen wir die TPO-Zone, deaktivieren wir Ray. Auf der Grafik sind jetzt das Histogramm des ganzen heruntergeladenen Zeitraums und POC-Niveaus jedes ausgewählten Abstandes zu sehen. Diese POC-Linien werden automatisch jeden Tag erneut. Wenn die Grafik einmal eingestellt wurde, können wir die dann duplizieren und ein anderes Instrument öffnen. Wir sehen dieselben POC-Niveaus, aber für das andere Instrument. Wenn der Arbeitsraum eingestellt wurde, speichern wir Layout, den Namen und die Plattform wird nächstes Mal mit denselben Einstellungen geöffnet. Wenn Sie irgendwelche Fragen zu den POC-Linien oder Histogramm-Einstellungen haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.